Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen, der 18.11. Heute Morgen fahren wir mit zwei LKWs in die Airbase. Stehen drei Maschinen. Ich werde eine davon fahren. Dann werde ich hier umsatteln. Sorry. Dann sattel ich hier um, meine Vierachse. Dann fahre ich wahrscheinlich nach Rockenhausen, hole den Klemannbrecher und fahre den raus nach Worms, wo der 69 steht, an die Abbruchbaustelle. Gehe davon aus, da wird dann auch der Bagger mitgehen, der in Rockenhausen steht. Ja, schauen wir mal. So, ist mal der Plan heute. Also hatte ich zu Hause abgeladen, jetzt wollte ich gerade losfahren und wollte noch den Bagger holen, weil der Kollege andere Tour hat. Steht noch ein Bagger auf der Airbase, aber ich soll jetzt gleich den Brecher fahren. Fahre ich erst den Brecher, dann fahre ich das Band und dann den Bagger. Alles nach Worms rüber. Alles von Rockenhausen nach Worms rüber. Gucken, ob ich das packe heute. Da ich mit der großen Maschine hinkomme, mit dem großen Tieflader E, fahre ich dann wieder zurück, mittlerweile auf die Bahn. Weil über den Donnersberg ist halt eben diese eine Ortsdurchfahrt mit dieser Verkehrsinsel. Und da komme ich niemals rum. Da komme ich auch eher nicht rum. Darum fahre ich so selten dahin lang. Es wäre eine Viertelstunde kürzer vielleicht. Ja, aber das. Ja. Auf jeden Fall, ich sattel jetzt um und fahre dann runter Rockenhausen und ziehe hier gleich aus in meiner Halle. Zieh gleich 50 cm aus und dann. Passt es, dann kann ich runterfahren, kann den Brecher drauf und abfahren. Bei dem ist wieder.
Vor Worms. Sorry, mit dem Filmen ist heute irgendwie nicht so. War heute Morgen Rammstein Airbase, hab dort die Walze geladen. Dann wollte ich nochmal hinfahren, da steht noch der Cut, ein Cutbagger, ein 315. Wollte den holen. Bin gerade Hof rausgefahren, habe ich Anruf bekommen, Rockenhausen fahren. Brecherladen. Dann bin ich wieder zurück. Ja, habe ja dann ein bisschen was gefilmt beim Umsatteln und beim Ausziehen. Ja, aber mehr war noch nicht heute. Lautes Danke gerufen, dass es ja hört. So, ja, jetzt bin ich gleich in Worms. Oder bin schon in Worms, bin gleich an der Baustelle. Da soll ich dann auch später noch das Band holen, das in Rockenhausen steht. Es ist schon 12.30 Uhr. Na, das Band werde ich noch herbringen. Und dann soll der Bagger auch noch her, aber das schaffe ich heute nicht mehr. Gut, wenn ich bis um 21 Uhr fahre oder so, dann schaffe ich das heute auch noch. Aber muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. So, gucken, wie es da ohne parkplatzmäßig ausschaut. Ja, schneit doch, alles gut. Gucken dich an. Komm, dann gib Gas.
Dankeschön. Vorne ein bisschen auf die. Ist fertig hier. Eins, zwei, drei. Komme ich hier rum? Komme ich hier hin herum? Fast nicht möglich. Ja, ich stelle den einfach hier oben hin. Dann gehe ich raus, lade das Ding ab. So, kann nicht lang rummachen, direkt loslegen. Stunde 26 Minuten, reicht mir das bis Roggehausen. Ich muss fahren, sonst wird gar nichts mehr heute. Ansonsten wird es gar nichts mehr heute. Ich habe zusammengeschoben. Oder wir. Jetzt das Bandladen. Roggehausen oben. Gucken, ob ich das schaffe. Könnte vielleicht Zellertal durchfahren. Ne? Da wäre ich schon drüber, Kirchheimbullanden. Wäre vielleicht der schnellste Weg jetzt leer. Hier vorher ein Besen, okay. Ein Besen. So. Thank you.
Dienstagmorgen, haben wir es 20 vor 7, bin in Rockenhausen. Da hatte ich jetzt noch den Hitachi-Bagger, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar habe ich, geht schon zum dritten Mal aus, schlimm. Also, nochmal, 20 vor 7. Bin in Rockenhausen, lade noch den Hitachi für nach Worms rüber. Ich habe allerdings ein Problem, und zwar ich habe keinen Hitachi-Schlüssel mehr. Baggerfahrer hat gestern Abend gesagt, der wäre heute Morgen nicht hier. Ich habe natürlich vergessen, mir einen zu holen, ja, zu Hause. Jetzt hoffe ich nur, dass unser Platzwart, dass der einen Hitachi-Schlüssel hat. Ansonsten muss ich die Werkstatt rufen oder so. Ich habe 2-3 Stück gehabt, aber jedes Mal, wenn wir einen Hitachi-Bagger weggegeben haben, habe ich einen Schlüssel stecken lassen und habe mir halt keine neuen geholt. Stehe ich da wie der Ochs vom Berg und hab keinen. Na, schauen wir mal. Vielleicht ist ja der Baggerfahrer doch da. Muss ich mir ganz dringend einen holen. Einen runter holen. Ja, weil es das Tor noch zu. Ne, brennt schon nicht, okay. Branch und Licht. Soll ich euch mal mein Fernlicht zeigen? Brutal, oder? Peinlich fast schon. Dafür macht man Lampe aufs Dach. Ja. Allerdings auch nur so, weil es ab Werk so gebaut war. Egal. Ich brauch's auch eigentlich gar nicht. Aber wenn es dran ist, dann soll es schon ordentlich sein. Sollte es schon ordentlich sein. So, da steht eine Bagger. Der Bagger steht da hin. Okay. Schon fällt sie um. Schon gleich 8 Uhr. Haben einen Schlüssel gefunden. Ja, muss man echt so sagen. War kein Originalschlüssel. Mach mal Licht. Moin. War kein Originalschlüssel, ja.
war irgendein uralter Maschinenschlüssel. Und der hat dann gepasst, musste Decking rein. Da hast du wieder ein, zwei Zacken rausgezogen und irgendwann klack, Zündung an. Ach nee, es hat halt Ewigkeiten gedauert. Jetzt ist schon wieder 20 vor 8. Eine Stunde hier. Jetzt haben wir eine Bagger drauf. Ja, es hat halt. Aber ich werde heute Abend, wenn ich mal früher zu Hause sein sollte, gehe ich mir einen Schlüssel holen. Weil irgendwann stehst du da und hast niemanden, der noch irgendwelche Schlüssel zufällig in irgendeinem Eck liegen hat.
So, leer. Fahre ich hoch nach Sembach. Ich denke, da fahre ich auch wieder über. So wie ich hergekommen bin, denke ich, werde ich fahren. Über die B47. Ein Radlader in 550. Bringe ich auch hierher. Den bringen wir auch hierher. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. 550 muss ich da ausziehen, muss ich da nicht ausziehen. Weiß es nicht mehr. Fahre ich nach Hause, Sattel um. Ich fahre mit dem. Geht ja gut. Ich mache noch einen kurzen Abstecher, beziehungsweise ich mache sogar zwei. Gucken, wo der Radbagger steht. Ich glaube, der steht hier vorne gleich. Muss ich gleich mal gucken. Ich lade jetzt hier einen Radbagger, fahre den rüber in die Vogelweh. Dann fahre ich hier nach Ramstein auf die Airbase. Da steht noch der Cut, der 315. Natürlich wieder der falsche Tieflader dabei. Steht nichts mit Radbagger und den bringe ich nach Hause und danach werde ich wohl den Radlader laden für Worms.
Alle, fahr doch jetzt ein bisschen zu, Samo. Meine Fresse, ey. Unglaublich, oder? Unglaublich. Also manchmal muss ich wirklich das hier zu Hause vergessen. So, hier steht auch Camper, gell? Ich denke, da steht wieder da hin auf dem großen Platz, oder? Ja, sehe ich noch. Alter, das ist ja alles zugestellt. Ist ja alles zugestellt, das ist ja nicht mehr normal. Dabei, ja. Ach, ne, haben wir. Hier neben steht mein Bagger hier. Das werde ich jetzt laden. Bringe ich nach Hause. Was ist denn jetzt los? Bringe ich nach Hause. Da werde ich ein paar Tropfen tanken. Fahre ich nach Sembach, lade den Radlader und den bringe ich wieder raus nach Worms. Fahr mal schnell. So, gut. Also mach die Kamera wieder rein. Ich leg mal los. Thank you.
Tür. Geladen. Ja, ich bin. Hose hängt hier. Ich habe jetzt meine schnell. Entschuldigung. Meine schnelle Hose angezogen. Ja. Jo. Mein Feierabend. Ich fahr jetzt nach Hause. Wie gesagt, den 556 geladen, den bringe ich morgen früh rüber. Ich wollte eigentlich umsatteln, aber das ist eine Qual, echt eine Qual. Du versaust auch alles, ja. Du bist nass, du bist voller Dreck, du hast überall braunes, nasses Zeugs hängen. Auf der Hose, nicht in der Hose. Katastrophe. Schöne Feier oben zusammen. Ja, danke schön, Gerhard. Jo, danke. Also, nach Hause. Morgen früh geht's wieder nach Worms rüber. Selbe Stelle, selbe Welle. Morgen soll es kälter werden, aber ich glaube genauso nass. Aber der Wind soll nicht mehr so brutal sein, wenn ich es richtig gehört habe. Kann auch sein, dass ich wieder irgendwas zusammengeträumt habe. Keine Ahnung. Also, das machen wir morgen früh noch. Wieder Mittwochmorgen. Und wieder sind wir in Worms. Ich glaube sogar fast, ich fahre da noch mal her. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass hier Traktor noch herkommt. Quarkselle. Wollte eigentlich umsatteln gestern Abend, bevor ich hochfahre nach Sembach laden, aber habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich habe immer noch die Vierechser dran hängen. Ich habe nicht gefilmt. Jetzt fahre ich nach Budenheim. Da ist der Vierachser dran, ne? Naja, es wird gehen. Budenheim, lade die Hebebühne. Bringe ich mit nach Hause. Wahrscheinlich komm ich rum. Das reicht, ja. Wahrscheinlich fahre ich heute Mittag in Hauenstein den Bagger holen. Vermute ich. Mal, der soll wohl auch hierher. Warte, Leute.
der soll wohl auch hierher. Macht vielleicht Sinn, dass ich den großen Tiefleiter dran lasse. Hier ist der Radleiter, den ich eben gebracht habe. Draußen sind wir wieder. Ich nehme mich jetzt mit nach Hause. Es ist Mittwochmittag. Ich werde Schluss machen für diese Folge. Dann lade ich zu Hause ab, dann lade ich den Long Reach, den bringe ich rüber zu uns auf die Seite. Vor meiner Halle quasi. Bleib stehen. Das mache ich als nächstes. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat ein bisschen Spaß gemacht, sorry. Ich sag's nochmal, ich stöhne nicht aus Lustempfinden. Ja, ich stöhne einfach, weil ich muss. Ach nee. Also, nochmal. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Ciao.